Willkommen zu PM 10 Minutes, Ihrem Projektmanagement-Mehrwert. Top-Referenten des PM Forum 2010 im Interview mit Andreas Heilwagen. Produziert vom Blog von Projektmanagement Beratung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement DPM. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von PM 10 Minutes. Mein Gast ist heute Friedrich Für. Er ist einer der Gründungsvorstände der Desertec Foundation. Weiterhin ist er selbstständiger Rechtsanwalt, Unternehmensberater und Coach. Hallo, Herr Für. Hallo, Herr Heilwagen. Desertec ist ja eine gigantische Vision. Können Sie uns einen kurzen Überblick über die Idee geben? Ja, das könnte leicht die 10 Minuten sprengen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Aber to make a long story short, Desertec ist die Vorstellung und Vision, die Wüsten der Erde zu nutzen für eine saubere Energieversorgung der Menschheit. Und zwar mit vorhandener Technologie. Angefangen hat das Ganze mit einer Überlegung, Nordafrika und Europa zu verbinden. Und das ist auch genau das, was wir gerade tun. Aber das Prinzip funktioniert weltweit, sodass es auch in Regionen wie Australien, Amerika, Indien, China ebenfalls zur Anwendung kommen kann. Und unser Ziel ist auch, diese Regionen künftig dafür zu begeistern und diese Vision dort bekannter zu machen und Schritte zur Umsetzung einzuleiten. Die Foundation selbst ist ja jetzt quasi die Initialzündung und davon abgeleitet werden konkrete Projekte. Da gibt es auch bereits eine Industrieinitiative, die gestartet ist. Trotzdem hat die Desertec Foundation selbst ja auch Eigenschaften eines Projektes. Und da ist gerade das Stakeholder-Management aus meiner Sicht sehr interessant. Sie sind ja Gründungsvorstand. Welche Herausforderungen hatten Sie, die ersten Leute, die ersten Stakeholder zu gewinnen und wie haben Sie das gemacht? Naja, also zuerst einmal war es schon ein Schritt, sich überhaupt zu überlegen, wie man die Idee bekannter machen kann. Und die Gründung der Stiftung ist schon Bestandteil dieses, wenn Sie es so wollen, Projektes, Desertec bekannter zu machen. Auch das Marketing, überhaupt eine Marke zu entwickeln und schützen zu lassen, war Teil dieses Projektes. Und wenn Sie das Stakeholder-Management ansprechen, dann war es natürlich für uns eine besondere Herausforderung mit praktisch keinem finanziellen Budget, die richtigen Menschen anzusprechen, die eine Unterstützung bieten konnten für die Umsetzung von Desertec. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, indem wir uns beschränkt haben und sehr genau uns überlegt haben, wer kann uns nützen, und haben dann eine sehr klare Multiplikatorenstrategie uns ausgewählt und gesagt, ja, wen brauchen wir? Politiker, die Öffentlichkeit und einzelne Akteure aus der Wirtschaft, und die haben wir gezielt angesprochen. Zentral war natürlich, die Menschen auch von Desertec direkt zu überzeugen, und dafür haben wir Veranstaltungen geplant und durchgeführt und auch Materialien produziert, wie unser Weißbuch und unser Red Paper, das wir den Menschen an die Hand gegeben haben. Eine dieser Veranstaltungen fand statt im Europaparlament im November 2007, und schon im Juli 2008 war ein Teil von Desertec europäische Politik. Wow. Darauf sind wir ganz besonders stolz, aber man kann auch sehen, dass diese Auswahl offenbar richtig war und dass man, wenn man die richtigen Stakeholder auswählt, eben auch eine Wirkung entfalten kann. Des Weiteren haben wir danach uns auf Industriepartner fokussiert und dann eben bis zum Herbst die Grundlagen geschaffen, um mit den richtigen Partnern loszulegen im Jahr 2009, um die Desertec Industrieinitiative beginnen zu können. Auch das ist jetzt knapp ein Jahr her, ein großer Erfolg. Und in 2 Jahren haben wir vor, die ersten Ergebnisse der Rollout-Planung der Öffentlichkeit bekannt geben zu können. Das heißt, die Industrieinitiative arbeitet seit einem Jahr und hat nach der Planung noch 2 Jahre Zeit, um die Umsetzung für die Region Nordafrika
und Europa vorzulegen. Und wir sind ganz zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Das Schöne ist, und das war die Nachricht im letzten Jahr, in dem Krisenjahr 2009, dass eben die Industrie sich vorgenommen hat, so ein riesiges Klimaschutzprogramm aufzulegen. Und das hat es bis in die Abendnachrichten geschafft. Und seitdem ist Desertec Gesprächsthema auf einer Reihe von Veranstaltungen, Foren. Es werden Untersuchungen zu Desertec geführt, die wir schon gar nicht mehr beeinflussen können, sondern wo einfach eine ganze Reihe von Leuten jetzt angestoßen sind und eigene Forschungsarbeiten beginnen, um zu fragen und zu hinterfragen und zu untersuchen, wie es denn realisiert werden kann. Und das finden wir gut. Das ist super, mein größter Respekt. Also die vier Erfolgsfaktoren, die für Sie jetzt zentral waren, sind zum einen das Kreieren einer eigenen Marke, eigene Veranstaltungen, wo man sich auf die richtigen Stakeholder fokussiert hat, im Vorfeld auch die Fokussierung auf wenige Stakeholder und das Ganze ergänzt durch ein Weißbuch bzw. Redbook. Wenn wir Sie jetzt auf dem PM-Forum in Berlin erleben im Oktober, was erfahren wir dann über die heutigen Informationen hinaus? Ja, lassen Sie sich überraschen. Ich hoffe, es kommen viele Leute und haben Spaß daran, über Desertec etwas mehr zu erfahren. Aber meine These ist, und so viel kann ich vielleicht sagen, dass sich auch Projektmanagement in Zukunft verändern muss, weil die Herausforderungen der nächsten 20 Jahre und die Veränderungen, die wir sehen werden, die Veränderungen der letzten 100 Jahre übersteigen werden. Das heißt, wir werden so viel Veränderungen sehen, wie wir uns das nicht vorstellen können, weil es nicht Bestandteil unseres Erfahrungsschatzes ist. Und deswegen meine These, auch Projektmanagement muss sich verändern. Für die globalen Herausforderungen brauchen wir ein internationaleres Projektmanagement, stärker auf Kooperation und auch interkulturelle Aspekte ausgerichtet. Und ich hoffe, dass sich einzelne Menschen und Teilnehmer auch begeistern lassen für so einen Weg, weil die Veränderung beginnt bei jedem Einzelnen. Und für die Umsetzung von Desertec brauchen wir auch Menschen, die bereit sind, so eine Aufgabe zu machen, solche internationalen Projekte zu stemmen, gut zu organisieren, sie zum Erfolg zu führen. Und ja, ich hoffe, ich kann den einen oder anderen begeistern, mitzumachen, auch wenn ich heute noch gar nicht sagen kann, wo genau es Projekte geben wird, die dann Desertec zur Umsetzung bringen. Dann freue ich mich schon, Sie persönlich in Berlin kennenzulernen und bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Und ich freue mich, Sie kennenzulernen und Teilnehmer von dem Forum. Vielen Dank, bis Berlin. Bis Berlin. Das war PM 10 Minutes, Ihr Projektmanagement-Mehrwert heute. Abonnieren Sie den Podcast auf www.pm-10-minutes.de und freuen Sie sich auf die nächste Episode.